Die 17 Ziele der Vereinigten Nationen, auch bekannt als Sustainable Development Goals, umfassen die verschiedenen Aspekte der globalen Entwicklung. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Ziel, der Armut. Stellt sich die Frage, wie viele Menschen sind von Armut betroffen? In Deutschland leben ungefähr 84 Millionen Menschen und von diesen 84 Millionen Menschen sind ungefähr 13 Millionen von Armut betroffen. Das sind ungefähr 16% der Bevölkerung. Wo liegt die Armutsgrenze in Deutschland? Die Armutsgrenze in Deutschland liegt bei 60% des Durchschnittseinkommens der Bevölkerung. Bei einem Single-Haushalt liegt es bei 1.189 Euro im Monat und bei einem Paar mit drei Kindern bei 3.329 Euro netto im Monat. Welche Menschen sind am stärksten betroffen? Einmal Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Rentner, Menschen ohne Berufsausbildung und kinderreiche Familien. Aber warum betrifft die Armut uns alle? Die Armut wird in den meisten Fällen von Generation zu Generation weitergegeben. Dabei entsteht ein Kreislauf. Der Kreislauf hat drei Hauptpunkte. Zum einen das Einkommen, denn durch geringeres Einkommen folgt meist eine mangelhafte Bildung oder Ausbildung. Der zweite Punkt ist die Gesundheit, denn durch den geringeren Konsum und folgende Krankheiten führt das oft auf eine geringere Leistung. Der letzte Punkt ist die Wirtschaft, denn durch geringere Ersparnisse folgen geringere Investitionen, die dann zurückzuführen sind auf geringere Produktion, die dann wieder zurückzuführen sind auf den ersten Punkt, das geringere Einkommen. Zeigt die Statistik die Meinung von Bürgern, was ihrer Meinung nach der Grund für die Armut sei. Ihrer Meinung nach seien die Löhne und Gehälter zu niedrig, wobei hier die Politik schon mit dem Mindestlohn eingegriffen hat. Zudem sei die Arbeitslosigkeit zu hoch und die Sozialleistungen zu niedrig. In Sozialleistungen geht uns die Armut alle etwas an, denn die Sozialleistung, wie zum Beispiel das Bürgergeld, wird von den Steuergeldern der Steuerzahler bezahlt. Zudem gibt es viele Faktoren, die zur Armut führen können, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit durch eine Kündigung, vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit, eine geringere Bildung oder auch der Umstand, dass man alleinerziehend ist. Armut ist ein komplexes und vielschichtiges Problem, das weitreichende Auswirkungen auf das tägliche Leben der Betroffenen hat. Mit der folgenden Umfrage möchten wir ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie Armut von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird, welche persönlichen Geschichten und Herausforderungen sie damit verbinden und welche Lösungen sie sich von der Politik und der Gesellschaft wünschen. Ihre Stimmen sind entscheidend, um ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen. Reicht Ihnen das Geld, was Sie Ich habe eine Erwerbsminderungsrente seit ungefähr 3 Jahren und es reicht mir nicht. Und ich habe jetzt aber ein kleines Erbe bekommen, weniger wie meine Geschwister, beziehungsweise meine Mutter hat mich gar nicht im Testament geschrieben, aber ich habe dann doch was bekommen, ja, und da nehme ich jetzt halt gerade immer irgendwie, ja, aber... Was würden Sie sagen, wie viel Geld Ihnen so für Lebensmittel zur Verfügung stehen? Oh, ich rechne das irgendwie nicht aus. So... Circa, also oder? Miete zahle ich so etwas über 300. Weiß ich jetzt nicht, ich so genau rechne ich nicht. Aber ich glaube, Rauchen, auch Billigtabak, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Mach's trotzdem. Mhm, okay. Sie erben von einem Verwandten 1.000 Euro. Was würden Sie mit diesem Geld machen? Was würde ich machen? Oh! Bücher kaufen, Klamotten kaufen. Jetzt ist ja das Sommerfestival der Kultur, die haben so tolle Klamottenstände. Ja, da würde ich mich eindecken mit Sommerklamotten. Mhm. Reicht dir das Geld, was du so zur Verfügung hast? Nein, vorne und hinten nicht, deswegen sitze ich ja auch hier. Okay. Weil es momentan finanziell sehr schwierig bei mir ist. Mhm. Aber wie kommt es dazu, dass du jetzt hier sitzt? Ich bin vor circa 1,5-2 Jahren nach Stuttgart gezogen. Ursprünglich mit dem Gedanken, hier eine Ausbildung anzufangen. Dann ist persönlich sehr viel schief gegangen, beziehungsweise es war eine sehr harte Phase in meinem Leben. Und seitdem bin ich nicht wirklich fähig, arbeiten zu gehen und muss deswegen versuchen, meinen Lebensunterhalt irgendwie anders zu bestreiten.
und da ich noch keine Unterstützung vom Staat habe. Ja. Und was wünschst du dir da von der Politik und auch von der Gesellschaft an Unterstützung? Also ich wünsche mir, dass von der Gesellschaft wesentlich mehr darauf geachtet wird, beziehungsweise dass mehr auf das Thema aufmerksam gemacht wird, was hier passiert. Es passiert mir auch regelmäßig noch, dass Leute an mir vorbeilaufen und mir zurufen, ich soll arbeiten gehen. Mhm. Ohne zu wissen, was überhaupt der Fall ist, warum ich hier sitze, was meine Geschichte ist. Und